Okay. Zeit zum Sterben! Was für eine Zeitverschwendung. Noch was hier? Die Königsmuschel erreicht als größte Muschel der Welt eine Länge von mehr als einem Meter und wird bis zu... Die Königsmuschel erreicht als größte Muschel der Welt eine Länge von mehr als einem Meter und wird bis zu 150 Jahre alt. Eingeschlagen hat. Willkommen bei der Gesellschaft für Meereskunde in Nahant. Jo, ich würde an deiner Stelle mal dein Ding hier auspumpen lassen. Ein bisschen viel Wassereinschuss hier. Die bekomme ich so nicht auf. Wenn der Mensch schwimmen sollte, hätte uns die Strahlung Schwimmflossen gegeben. Das ist auch eine geile Aussage. Was das ein Gebäude ist, hätte ich mir auch nicht gedacht. Ich habe eher gedacht, das ist irgend so eine Schutzmauer einfach. Leute drin leben. Hier halt nicht so rosig aus, ne? Sieht eigentlich nie ganz so rosig aus, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber so erwartet man sich nach einem Atomunfall. Eine heile Welt, glaube ich, am wenigsten. Das da vorne sieht irgendwie ein Kopfhals, oder? Schöne Aussicht. Nehmen wir hier alles? Draußen ist eh, glaube ich, noch. Genau die da draußen. Da sind angeblich sogar was drauf, aber da sind ziemlich viele Meierlachs. Unter anderem auch die Könige. So ein Meierlach, keine Ahnung, wie man die ausspricht, genau. So ein König. Schon ein bisschen heavy zu killen. Zwing mich nicht, diesen wertlosen Müll rumzuschleppen. Okay, das war jetzt zu viel. Gehen wir rüber zu den Minutemen und lagern das dort ein. Warte mal. Hey! Was willst du? Sollen wir dann die Beute aufteilen? Ich glaube, du bist nämlich nur von der Stückzahl her begrenzt. Nicht was das Gewicht an. Oh. Ja. Ja, okay, ein bisschen. Da war auch noch zu wenig. Marschieren wir halt langsam zurück zu den Minutemans.
geben Dortmund den ganzen Chunk ab, den wir jetzt mit haben. Boah, das wird jetzt ein langer Spaziergang. Auch wenn es nur ein kurzer Weg ist, aber der wird lang. Daram, 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 daram. Wie schaut das aus? Komm schneller. Hopp, hopp. Wartest du nicht noch mit Kronkorken und Patronen? Oh, es war ein Minuteman. Nichts Neues zu melden, General. Das freut mich aber. Weitermachen. Hier irgendwo eine Kiste, wo ich was reinlegen kann. Transferieren. Waffen gehören zwar nicht ins Kühlregal, aber besser als wir irgendwo anders hin. Ach komm, was habe ich jetzt rausgenommen? Scharfschütze. Ich will eigentlich nur die Rüstung verlassen. Mann, ich kann echt eine Zigarette vertragen. Gemeinspunkte setzen. Sehe ich jetzt nicht gerade, Carsten. Da noch mit am Start. Ich glaube, das Vanillehemd müsste rausgehen. Yes. Oder na. Hat man wieder alles da ein, wo es hingehört? Man noch einen Wachstock gehabt. Achso, okay, ja, verstehe schon. Da brauchst du aber auch, glaube ich, ein gewisses Level, oder? Das geht. Oder laden den Junk laden wir auch noch hier ein. So, stimmt, das ist ja nicht der Junk. Hier ist Junk. Viel zu viel mitgenommen hier. Ja, müssen wir sonst nachher mal nachschauen. Ich glaube, ich habe es eh bald wieder, dass ich ein Level abgehen kann. Können wir das Ganze ja nachschauen. Ja, okay, ich bin Mitte. Könnte das drin sein? Werke eventuell? Hoppala. Das.
Erste Vitalität in Person und erhältst sofort plus 20 maximale Gesundheit. Okay. Schatzsucher, du weißt, wie man an die verborgenen Reichtümer des Hüttlers kommt, wo findest mehr Kronkork in Behältern. Okay. Stärke müsste sein, habe ich mir was gedacht, aber. Rüstung. Kapazität kann man erhöhen. Rüstmeister, erste Liga. Und Eisenfaust, nö. Da ist nichts. Coolisch, natürlich bist du noch ein Mensch äußerlich. Der verlorene Gesundheit wird durch Strahlung regeneriert. Hier ist auch kein schlechter Mod. Oder was heißt Mod? Ja, bitte, das wäre nett, wenn du da nachschaust. So, haben wir noch was zum Einlagern? Ich glaube nicht. Ist übrigens mein Wackerpuppenständer. Dank Carsten habe ich den jetzt auch. Und da fehlen noch einige. Schaut. 2, 4, 6, 8, 5, 13, 14, 15, 16. 16 Stück gehen noch ab. Da habe ich schon noch was von Sachen zu farmen. Also so nicht. Dann reißen wir. Starker Rücken ist es. Okay. Schau dann nochmal gleich, da habe ich glaube ich eh schon einen Punkt, da habe ich plus 50 Tragkapazität gekriegt. Aber wahrscheinlich musst du den Rank komplett voll kriegen, damit dass du das hast. Kann natürlich möglich sein. Haben das Gebiet unter Kontrolle. Ich erwarte mir nichts anderes. Aber wir können ja gleich nochmal nachschauen, dann wissen wir's. Kapelle. Ja, starker Rücken, du hast plus 50 Tragkapazität. Habe ich aktuell. Ja, okay, passt. Dann weiß ich, was ich als nächstes dann. Aber aktuell wiegt der Schrott bei mir ja sowieso nichts. Das ist maximal nur Kleidung und das Ganze. Ja, vom Gewicht. Zu Schaden kommt, was das angeht. Nochmal ein Hundenapf. Eine Aluminiumdose im Klo. Manche Sachen verstehe ich wirklich nicht. Ah, da brennt Licht.
zum... Okay, das sind Ghule. Hat jemand beobachtet? Komm. Boah. Du musst jetzt den Kopf weg, wenn du nichts dagegen hast. Okay, das sieht aus, als hätte es wehgetan. Nun, die brauchen das Zeug ja nicht mehr. So, haben ja auch immer ein bisschen was mit. Ist es normal, dass mir die Nackenhaare dermaßen zu Berge stehen? Ich weiß nicht, ob bei dir das normal ist, bei mir ist das nicht normal. Ich weiß nicht, was da jetzt genau in dem Gebäude drin ist. Dummer Fehler. Halte ich nicht mehr aus! Du blödes Ich! Und zwei Headshots. Uha, dein Gesicht sieht jetzt hässlich aus. Und jetzt noch hässlicher. Ich muss die Gegner in der Gegend ausschalten. Oh Gott, da noch welche. Hier drüben ist ein wilder Ghoul. Mehr hast du nicht drauf. Doch hoffentlich tot. Geht doch. Ich habe einen Schlüssel zu irgendetwas gekriegt. Ich weiß nicht zu was. Ach komm, brich nicht immer ab. Geschafft. So, ich habe vergessen, meinen Typen hier zu entfernen. Oh, ich würde mal sagen, scheiße gelaufen. Oh, der ist ja verwest schon.
wirkst auf jeden Fall nicht mehr gesund. Oha. Munition ist alle. Ich hab schon meine Probleme mit den der scheiß Munition. Das war der letzte Fehler deines Lebens. Nicht nur bestätigen. Jetzt weiß ich wenigstens, wofür der Schlüssel war. Hier noch irgendwo etwas. Genau. Nichts. Ich hoffe, ihr habt noch Platz für den Nachtisch. Großer Fehler. Komm eigentlich immer auf mich. Kugeln wert. Ja, von mir waren es eh keine Kugeln. Kamera. Sie aus! Verdammt! Gerade fing es an, mir Spaß immer zu machen. Anfangen, ein bisschen zu zielen, glaube ich. Ach komm schon, lass es einfach sein. Batterie im Wasser. Also Leute, macht das besser ja nie zu Hause nach. Schön. Die Rüstung auch nicht auszuziehen. Der verdammte Staub fliegt mir direkt in die Nase. Alkohol verstecken hier. Eine Mini-Atombombe. Eine Atombombe im Keller haben. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Nehmen die mal besser mit. Lagern die jetzt mal. Dann kommen wir irgendwann mal in die Anklage, weil so etwas ist Gefährdung der Allgemeinheit, sowas kann man nicht zulassen. Ich glaube, das ist verständlich. So, dann gehen wir wieder raus ins Commonwealth. Die Werkbank benutzen. So, das ist die Viertelhälfte von dem einen da. Ich kann sie jetzt benutzen. Schön.
Haben wir alles drinnen? Hier mal recyceln. Ja, da kommen dann noch Sachen zum Vorschein, die man vergessen hat. Vor allem das ganze Holz und alles kann ich mitnehmen. Dass deine Beine darunter hängen, das stört mich auch ein bisschen. Gut, kann man immer brauchen. Das ist das Ende der Map. Oder halt Ende dieser Zone da halt. Mach mal noch weg. Nehmen wir das auch noch mit und das, was hier runtergefallen ist. Dann gehen wir weiter. Irgendwie so machen wir das. Hier liegt noch einiges. Auch noch ein bisschen. Euch alle habe ich eh schon. So, dann geht's weiter oder zurück oder wie man. Ging's nur um die Flasche. Da wollte ich da gerade nicht. So. Irgendwie sollten wir unsere Powerrüstung nach Hause bringen. Das ist sicher kein Fehler. Auch noch Junk rum. Bam. Okay, das haben wir vorhin hier gesehen, da waren wir nämlich. Okay. Jemand hier wieder raus. Habe ich nicht mehr drin. Hier was. Alter ist auch nicht drin. Okay, dann haben wir glaube ich eh soweit mal.
bringe ich jetzt nur meine Rüstung am besten hin? Wäre ja auch gut, wenn die irgendwo wäre, wo ich gleich drauf zugreifen kann. Können sie nicht irgendwie hier rüber und zu dem Haus da bringen? Bisschen wie zu umständlich. Einen Punkt da draußen nehmen, ja? Wo wir die jetzt hin? Dann die Rüstung jetzt hier hin und nehmen einfach nur die Teile mit. Das so wie ich das sehe, ist das Commonwealth die Vergangenheit und das Institut die Zukunft. Eine in jeder Hinsicht erfolgreiche Mission, Sir. Guter Gedanke. Das alles, nicht wahr? Hi. Bereit für die nächste Mission, Sir? Ja, eigentlich schon. Hast du alles an Ausrüstung, was du brauchst? Ich habe alles dabei, wie immer. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Natürlich. Hier ist meine Ausrüstung. Da brauche ich eigentlich nichts von. Bereit für die nächste Mission, Sir? Gleich. Ich bin nicht so weit. Ich bin gleich bei dir, keine Sorge. Ist es ruhig. Zu. Waffen sichern. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Jupp, die sind auch noch da. Wer ist da? Da drüben! Auf sie! Erspar mir die Mühe und gib einfach auf. Dann verlassen wir kurz mal die Bauerrüstung. Gehen wieder zurück auf mein Homeplate. Ich muss sagen, dass da die Hälfte auf Englisch ist, irgendwie auf den Sack. Muss ich auch noch irgendwie ändern. Ich weiß, dass ich die Aufgabe noch habe. Wird auch alles geschehen. Ich muss nur zuerst meine Bauerrüstung mal wieder reparieren. Nicht davon rennen. Hey. Ja, was gibt's? Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. So, du hast nämlich die Bitboys auch. Die nehmen wir nämlich, die legen wir oben rein. Was haben wir hier bei meinen Waffen? Brauchen wir. Den Schläger brauchen wir aktuell. Gaussgewehr nehme ich mit. Echt. Harpunenkanone. Ich habe keine Harpune, von der ich einlagern. Ja, ich weiß, dass durchs Modden kommt. Aber ich frage mich nur, durch welche Mod. Aber mit Mods ist es. Ah, hoppala. Kleidung versus.
noch mal kurz hier mal irgendwo T51 habe ich da gelesen. Nehmen wir nämlich mit. Irgendwo hier geht das Ding eigentlich. Wieder nur zur Zierde. Ja, ich weiß, ich habe mir. Welche Mods habe ich mir eben runtergeladen? Eben den einen Sanctuary. Dann habe ich, glaube ich, den Unofficial Patch habe ich mir auch runtergeladen, wenn ich mir jetzt nicht hier. Ich habe mir, glaube ich, das mit dem Deutschen zerschossen und halt das, den ganzen Chunk, das kein Gewicht hat. Ging mir so ein bisschen auf die Klöten. So, okay. Brauche ich Rüstmeister Rang 1, deswegen kann ich das nicht herstellen. Sache wird es mir um einiges erleichtern, meine Rüstungsteile zu reparieren. Oh, da habe ich einiges, was repariert werden müsste. Und es sind nicht die komplette Powerrüstung, also ich habe da noch mehr. Wir gehen jetzt aber mal kurz hier hoch, lagern das diverse noch ein. Nee, Sanctuary Access Card, die will ich mitnehmen. Wo ist sie? Nee, Transport Interface möchte ich. So, dann haben wir eh schon wieder alles eingeordnet. Ja genau, bei dem habe ich das nämlich auch gesehen mit einem Unofficial Badge, dass da das. Warte mal, wir können ja mal schauen, wartet. War das Ganze. Homeplates. Jo. Dann beenden wir das und dann schauen wir mal rein. Ich hab genau den Institutbunker. Ja, das wollte ich auch mal runterladen. Komm auch irgendwie nie dazu. Die Sache, hat es mir das zerschossen oder der Weightless Chunk? Ahnung, ich weiß es nicht. Genau, da will ich weitermachen. Okay, ist immer noch Englisch. Ich habe mir heute das Video von ihm angesehen, beziehungsweise Folge 30 und 31. Und da war es nicht mehr das Englische. Da war das weg. Und Leute, ich kann euch beunruhigen, falls ihr euch denkt, was macht denn da das blöde Headset um den Hals? Es kommt noch was. Also das wird nicht so bleiben. Auch noch mit, die fange ich nämlich rein. Und soll der Englisch bleiben. Egal, für den Moment stört nicht so sehr. Oh, dann gehe ich auf die Karte, dann hole ich mir schon den Rest der Bauerrüstung. Ne, warte mal, ich muss. Nächste Mission machen fürs Institut. Ist ja sowieso geil. Ich muss als Anführer des Institutes, muss ich da an der Oberfläche mithelfen. Das ist doch auch irgendwo schwachsinnig. Aber okay. Jetzt der Institutsmensch ist nicht mehr da.
braucht er mich jetzt doch nicht mehr, oder wie? Ja klar, funktioniert super, aber... Was soll ich sagen? Wenn ein Mikrofon vor dir steht, ist er doch besser. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir machen hier einen Cut. Das nächste Mal, ja, geht's wieder weiter, morgen oder so. Ich bin an dieser Stelle raus, verabschiede mich schon mal für die Leute, die dabei waren. Und ja. Ich muss nämlich noch was anderes tun. Und ja, ich bin raus. Ciao, Leute.